Die Digitalisierung bedroht viele Arbeitsplätze in Österreich, weil sie nicht dazu genutzt wird, die Arbeitszeit zu verkürzen, um Menschen in Österreich mehr Zeit zu geben, um ihre Freizeit zu genießen, sondern weil sie dazu genutzt wird, um Arbeitsplätze abzubauen, während gleichzeitig der Druck auf die verbleibenden Beschäftigten weiter steigt im Betrieb. Deswegen ist es notwendig, für Arbeitszeitverkürzung zu kämpfen. Ja.